Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, ich bin's mal wieder, euer Belias LP und wir befinden uns in Final Fantasy X, unserem 100% Powerrun. Der heutige Part ist Teil des Livestreams und wird deshalb etwas anders kommentiert von mir, sollte aber dennoch seinen Zweck erfüllen. Wenn ihr live dabei sein wollt, erreicht ihr mich übrigens unter www.twitch.tv/belias LP, dort streame ich dann jeden Dienstag und Freitag um 18 Uhr sowie jeden Sonntag um 16 Uhr. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, da erhalten wir wieder die Kontrolle und als allererstes mal, schön, dass du einschaltest, Linkashi. Ich hoffe, du hast einen schönen Start ins Wochenende gehabt. Und Servus Super Marcel und Servus Gewaldro King. Schön, dass ihr alle da seid. Und eine Sache muss ich auch nochmal loswerden. Also auf jeden Fall mal Ehre geht raus an die Zuschauer heute. Wir haben so viele Zuschauer hier, fast doppelt so viele wie bei Dragon Quest Builders 2. Und ja, also wir haben auf jeden Fall genauso viele wie bei Digimon normalerweise. Also Ehre geht auf jeden Fall raus an die ganzen Zuschauer jetzt, ne? Das freut mich auf jeden Fall mega. Ob ich dir kurz zeigen kann, welchen Weg ich mit Kimari gegangen bin? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und falls jetzt auch neue zugeschaltet haben, die noch nicht meine Zuschauer sind, ihr könnt übrigens meinen Discord-Server finden unter dem Link, den gleich einer der hier der Mods einmal postet. Das ist mein Discord-Server, auf dem ihr über diverse Themen reden könnt, wie Final Fantasy, Digimon, Pokémon, Animes, alles mögliche. Und ich gehe mal auf Kimari, Moment. Und falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr natürlich, wenn ihr zum Beispiel Amazon Prime habt, könnt ihr mir kostenlos subscriben, da werde ich dann finanziell unterstützt. Oder ihr könnt natürlich auch manuell subscriben. Subscriben könnt ihr rechts unter dem Video, gibt es einen Button dafür. Und wenn ihr nicht subscriben wollt oder ihr zusätzlich noch eine Unterstützung geben wollt, dann könnt ihr mich auch finanziell unterstützen, indem ihr eine kleine Spende macht. Es gibt rechts unter dem Livestream gibt es einen Button zu PayPal. Da könnt ihr mir quasi mit PayPal was spenden. Dann könnt ihr auch eine Nachricht dazu schreiben und das wird hier eingeblendet. Da könnt ihr auch einfach einen Euro oder so spenden oder 2 Euro. Ihr müsst da nicht viel spenden. Ihr müsst auch insgesamt nicht spenden. Ich dachte nur, weil letztes Mal hat einer gefragt, wie man hier überhaupt spendet. Und dann dachte ich, erwähne ich das ab und zu mal einfach in den Streams. So, und das Geld, was man spendet, geht komplett in Games, die ich kaufe, die ich livestreame und geht komplett in mein Livestream-Equipment. Jo. Ist das Rauben? Ja, ich habe hier, pass auf, ich bin folgenden Weg gegangen. Sorry, ich habe jetzt kurz erst gelabert gehabt. Wir starten ja hier. Und ich bin dann so hier runtergegangen. Also hier so lang, hier. Und bin dann hier rübergegangen, habe das hier noch mitgenommen, tatsächlich. Moment, das hier und das hier habe ich mitgenommen. Dann bin ich aber wieder hier lang gegangen, habe hier die Sphero-Stops weggemacht. Die Level 1er. Bin dann hier lang gegangen. Habe dann das hier alles mitgenommen. Klauen und benutzen, ganz wichtig. Dann hier. Dann habe ich das hier mitgenommen und dann bin ich hier runtergegangen, habe das alles mitgenommen, und dann bis zu Rauben. Ich bin bis Rauben gegangen und da habe ich dann erstmal aufgehört. Ich könnte jetzt natürlich noch weitermachen hier, ich könnte noch weitere Felder aktivieren, aber das mache ich natürlich nicht, weil wir wollen ein paar Punkte erstmal sparen. Und Ehre geht auf jeden Fall raus an Sibor für den Euro, ich habe dich gezwungen, shit ey. Nee, fühlt euch nicht gezwungen, das war nur einfach, damit die Leute wissen, wie das funktioniert. Ehre geht auf jeden Fall raus für dich. Das unterstützt mich natürlich sehr. So. Kimari, die Frage von Part 1 ist, glaube ich, immer noch eine Million Frage. Eine, echt? Hä? Weiß ich gerade gar nicht mehr, was du meinst. Aber gut, wir haben jetzt auch Riku im Team. Wir können, glaube ich, auf Riku nichts leveln. Genau, das ist natürlich schade. Das heißt, wir werden sie später auf jeden Fall leveln müssen. Aber wir gehen jetzt A. Jetzt wird uns Riku erklärt. Eine Schatztruhe, was da wohl drin ist. Schatztruhen im Kampf. Und da machen wir gerade einmal Klauen auf die Truhe. Dann können wir nämlich den Inhalt bekommen. Zum Beispiel zweimal Bomberseele. Sehr nice. Gegner kann man auch bestehlen, tatsächlich. Und wir können auch... Genau. Oh, jetzt müssen wir die Bomberseele tatsächlich verschwenden. Uff, Mann. Das ist natürlich jetzt belastend. Oder können wir auch einfach an der Stelle Handgranaten mischen? Ich glaube, ja. Wie viele Felder hat... Ach so, ja, genau. Ich weiß es nicht auswendig.
Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig. Und Riku kann ziemlich overpowered sein. Wir haben sie jetzt nicht gelevelt. Und ihr habt gesehen, mit zwei Handgranaten können wir richtig reinhauen. Das war great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. So. Dann zähl mal, aber nicht im Stream. So, dann wollen wir mal gucken. 775, nice, hast gerade schnell gegoogelt, das ist nett von dir, da muss ich nicht mich immer mit dieser Frage auseinandersetzen. Das ist aber das normale, das Standard-Sphero-Brett, richtig? Hoffe ich, weil das benutze ich auch. So, falls ich irgendwelche Items übersehe, sagt es mir, wir sind jetzt gleich im Guado Salam angekommen. In der Guado Salami. More of us means less of them. So, da einmal wegböllern und da einmal tatsächlich auf Kimari wechseln. Und dann mit Kimari machen wir auch Clown. Ich hätte auf jeden Fall auch gegoogelt, wie gesagt, aber ich bin ja mitten im Stream. Und so muss ich das nicht ständig sagen. Okay, alles klar. Eigentlich sind es 741 Felder. Okay. So. Oh, hast noch kein Glück mit Shiny Violet. Am Sonntag machen wir das auf jeden Fall mal. Am Sonntag machen wir wieder um 16 Uhr Zuschauer-Raids mit also in Pokémon Schwert und Schild bis ungefähr 18 Uhr. Und um 18 Uhr spielen wir dann ungefähr Dragon Quest Builders 2 weiter. So, dann schauen wir mal. Wir können hier drauf ballern, glaube ich. Ja, Mann, das wird mega. Weiß das einer von euch gerade, wann Final Fantasy Crystal Chronicles rauskommt? Ich weiß das nämlich gerade nicht. Was meinst du? Ich glaube, es könnte im August sein oder so. So, dann wollen wir mal hier die Tour. Oh, noch wieder ein Kampf. Hinterhalt. Oh oh, Kimari kassiert. 8. August, sehr nice. Das ist ja gar nicht mehr so lange. Das werden wir auf jeden Fall auch live streamen. Und es kann sein, dass wir dann Final Fantasy X dafür erstmal pausieren. Weiß ich noch nicht. Oder wir sind bis dahin fertig. Kann natürlich auch sein. So, das Küsschen ist auf jeden Fall schon mal weg. Küsschen aufs Nüsschen und dann hier weg damit. Wie Walker dem Pflanzenmonster die Ehre genommen hat, ist einfach so. Einfach eingefriest, eingesteinert. Ja, ich habe auch ein Gerücht gehört, dass es keinen Offline-Multiplayer gibt. Ja, ich glaube das auch. Aber man kriegt das Spiel halt auch. Also du kannst, wenn einer das Spiel sich kauft. Also wenn, sagen wir mal, du hast jetzt eine Switch, ich habe eine Switch und ich kaufe mir das. Dann kannst du kostenlos mitspielen. Außer den letzten Dungeon kannst du nicht mitspielen. Du kannst ja dann die Demo runterladen und dann kannst du mit der Demo alle so komplett mitspielen. Bis zum letzten Endgegner. Wenn ich das, wie gesagt, die gekaufte Version zum Beispiel habe. Und Taichi, Dankeschön für den Resubscribe. Da geht auf jeden Fall Ehre an dich raus. Alles klar, Dark Seador, dann freut es mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich hoffe, du hast noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, dann gehen wir nach Guado Salam rein. In die Salami. Aber ich muss einmal ganz kurz gucken. Okay, also das nächste Albed-Buch ist hier in Guado Salam. Ah, 27. August. Auf jeden Fall nice, dass du wieder resubscribed hast. Da geht auf jeden Fall Ehre raus an dich. Da ist auf jeden Fall sehr nice. Gut. Haben wir hier noch Items, die wir einsammeln können? Ich weiß es gar nicht. Da sollten noch Kisten sein. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. This way, my lady. This way. Me? Whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor.
All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Twist our arms, why don't you? Ah, I almost forgot. Alter, ohne Witz. Ich finde das richtig so funny. So kommt einfach dieser Guado, will so Yuna einfach mitnehmen und Walker direkt so, wow, 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 wer bist denn du überhaupt? So, hast du dich überhaupt gewaschen oder was? Guck mal, wie du aussiehst. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Stelle so lustig. Ja, Mann, also Seymour ist auf jeden Fall ein richtiger Kecko. Alter, und der fässt einfach so Yuna an und Walker vor allem eskalieren. Alter, wer ist das? Was will der hier? Hat der sich gewaschen oder was ist los? Hat der sich wenigstens gewaschen? Ja, und Servus Shin. Schön, dass du einschaltest. Wir kriegen gerade das Tutorial zum Umbau, aber das ignorieren wir gerade einmal, weil das brauchen wir noch nicht. Also wir zumindest jetzt nicht. Wir wissen nämlich, wie es geht. Deswegen brauchen wir dieses Tutorial nicht. Einfach Waka am Eskalieren. Einfach so, wow, wow, wow. Er hat sich auch so, Alter, hast du Lack gesoffen oder was ist hier los? Hä? Ja, so. Ich wollte schon sagen, ich kann doch gar nicht den Dings benutzen. Flammenschwert. Zum Bleistift. Merkt ihr das gut? Okay. Kann ich theoretisch hier zurück? Ja, ich kann theoretisch zurück. Und hier sollten noch irgendwo Truhen sein, wurde mir gesagt. Draußen? Oder, ja, wo denn? Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal... Also die Truhe habe ich auf jeden Fall aufgemacht. War in 10-2. Alter, getrollt, Mann. Erstmal getrollt, man kennt ihn. Ah, dein Unikram. Ich hoffe, das läuft gut. Ich hoffe, du... Weiß nicht, bist du am Lernen für irgendeine Klausur oder sowas? Kann ja sein. Ich kenne mich nicht aus. Der ungebildete Pleb kennt sich nicht aus. Hausarbeit einfach. Ah, okay. Muss Hausarbeit abgeben, ja. Ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg. Einfach das Game vertauscht. Der Troll zu Yasa, der Troll. Einfach getrollt. Man kennt ihn. Und an der Stelle speichern wir einmal. So. Boah, hast die Woche schon 48 Stunden da rein investiert. Heftig, Alter. Richtig heftig. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Zählt das als ein Spoiler? Was denn genau? Sie haben sich von Seymour inspirieren lassen. Weiß ich gerade gar nicht. Ich krieg nur die Hälfte mit. Ach so, ja. Oh, jetzt habe ich geschlafen. Auch gut. Tja, die brauchen halt auch mal Schlaf. Das ist doch hier auch ein Blitzballspieler, oder? Ja, wie gesagt, im Moment ist die Kanalfunktion, die Kanalpunktefunktion erstmal weg. Das werde ich immer pro Stream, also ich werde das je nachdem, was wir spielen, werde ich das anpassen. Zum Beispiel bei der Monolog-Challenge wird es so sein, wenn ich ein Pokémon fange und ein Ei ausgewählt werden kann, weil wir machen ja dann, das wird ja gegen Eier getauscht. Die sind ja dann in der Box und jedes Ei hat eine Zahl im Endeffekt. Und dann darf jemand seine Kanalpunkte benutzen, um ein Ei auszuwählen, welches ich ins Team nehmen soll. Und derjenige darf das Pokémon dann auch benennen. Also, das ist geplant. Also, in manchen Spielen passt es halt nicht rein. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ich bei Final Fantasy X machen sollte. Und wenn man halt mal schaut, bei den meisten Streamern ist die, sind die Kanalpunkte halt nicht vorhanden. So, zum Beispiel jetzt, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, einen Streamer, den ich gucke, Mr. Happy. Ja, Mann, der Alte hat mich gerade voll weggeschoben, Mann, dem geht's wohl zu gut. So wie die aussehen, sind die alle Blitzball-Spieler. Und zum Beispiel Mr. Happy hat auch gar nichts einfach bei seinen Kanalpunkten. Einfach überhaupt gar keine Funktion. Das ist halt eine Sache, man kann das so anpassen. Das mit den Eiern finde ich schlau, aber ich finde jetzt in Final Fantasy X, was soll ich da jetzt großartig machen? Für Kanalpunkte-Funktion.
Man kann halt sammeln und dann kann man halt hier, wenn ich mal was mache, kann man die dann einsetzen, sag ich mal, ne? Care to hear about the Farplane or the Fireflies? Darf ich euch etwas über das Abyssum erzählen? Okay, los geht's. The Farplane is the place where Fireflies, born from ascending, gather. They appear in the shape of people who've died and gone to the Farplane. Quite the phenomenon. How I wish I understood it more fully. The Owlbed have a theory, you know. They say the Fireflies are just reacting to visitors' thoughts and dreams. But only the dead appear on the Farplane. No image of the living has ever been seen. It's a great mystery, but maybe the dead leave a bit of themselves in the hearts of the living. And that little bit borrows the Fireflies' power for their paranormal performance. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. So, ja, also der alte Mann ist alles außer ein Blitzball-Spieler. Ich glaube, der ist vielleicht ein... Ich denke, der ist vielleicht der Papst oder so. Das könnte sein. Also der hat auf jeden Fall schon mal ein Funny Head. Das heißt, alles, was er sagt, ist schon mal wahr. Also zu Yazabat, der hätte... Ja, Mann. Woher auch immer das weiß. Ja, wenn, es ist halt so. Das ist wie, es ist halt die Japan-Regel, ja. Es ist ein Old Man, der aussieht sehr, der sehr gebrechlich aussieht. Natürlich hat der übelste Muskeln. Das ist ein Roshi-Syndrom. Ja gut, Taichis, kann man vielleicht machen, aber wenn dann einer sagt, jo, jetzt spielst du halt Blitzball oder so und die Leute dann abschalten, oder es muss ja auch in Parts geschnitten werden für YouTube, also ich denke Blitzball, jetzt zum Beispiel würde uns Blitzball gar nichts bringen, weil wir, wenn wir da reinschauen, ich guck mal ganz kurz ins Blitzball-Stadion, da können wir noch gar nicht beim Pokalspiel ordentlich was gewinnen, das Pokalspiel ist sogar noch ausgegraut und jetzt die Liga extra machen, ich weiß ja nicht. Deswegen, aber an sich, trotzdem danke für die Idee. Man kann mal überlegen, später so, wenn wir im Endgame sind, also wenn wir gegen Richtung Endgame kommen, dann mache ich das mit rein. Dann wird das häufiger einen Nutzen haben. Keine Sorge, also gegen Endgame mache ich das rein. So, auf jeden Fall, wie gesagt, Ehre, dass so viele Leute zuschauen. Oh, it seems that Maester C- he's young. Kein Bock mehr, der jetzt zu labern. Wir kriegen hier auf jeden Fall in einem der Häuser kriegen wir auf jeden Fall so ein Buch wieder. Ich schaue gerade mal, in welchem Haus das ist. Okay. Es ist auf jeden Fall nicht in Seymours Haus. Ich glaube hier. Der da ist doch auch ein Blitzballspieler, oder? Ihr seid bei mir, ihr verlasst das für mich. Es sind halt einfach Ehrenleute hier. Eins muss man wirklich sagen. Also, ich will jetzt nicht Arsch kriechen oder so. Aber ich habe manche Zuschauer, die sind halt einfach richtige Ehrenleute. So, die wirklich, die kommen, egal was ich spiele, wenn ich Dragon Quest Builders spiele, ganz egal, die schauen einfach rein. Einfach nur, da geht die Ehre raus, Mann. Da geht die Ehre an euch. Richtig nice, Alter. Ihr seid einfach immer dabei. Richtig nice. Das freut mich. Und natürlich auch Ehre an alle anderen, die allgemein einschalten. So, das ist einfach... Man hat natürlich nicht immer Zeit. Da möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie wen anschwärzen oder so. Man hat nicht immer Zeit und auch nicht immer Lust. Aber die Leute, die halt trotzdem einschalten, wenn ich auch ein Spiel spiele, was sie vielleicht gar nicht so arg interessiert, aber die einfach mit mir quatschen wollen oder so. Mann, so, wie gesagt... Ja, Taichi, das ist doch gar kein Problem. Du bist, wie gesagt, sowieso jemand. Du hast nicht umsonst den VIP-Status gekriegt. Hier super am Unterstützen und bist halt so häufig da auch. Also kann man gar nichts anderes sagen. So. Ja, und Trinity, du sowieso auch. Bist ja auch immer da. Also von daher. Wir schauen mal, was Owaka uns verkauft. So, schauen wir mal. Was ist hier Nettes unterwegs? Aha, die meisten Sachen. Wobei, Todesschlag ist eigentlich ganz funny. Ich glaube, das rüstet sich sogar direkt aus. Ja, Strom. Wir kaufen mal die Stromdinger, auch wenn wir die nicht wirklich brauchen. Ich weiß schon, warum man die hier kaufen kann, aber... Donnerschild kaufen wir auch. Die anderen Dinger gehen. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, ich freue mich mega, dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, mir beim Spielen zuzuschauen. Ich finde es nicht selbstverständlich. Und ich freue mich halt mega einfach, dass ihr alle da seid. So, ich möchte etwas kaufen. Items ansehen.
Und Shinderux. Shinderu. Also Shinderu. Oh, moi wa. Shinderu. Dankeschön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ja, da sie ein Mage ist, aber ich kann ja trotzdem mit ihr Auto hitten. Theoretisch. Und Servus, Mirius. Schön, dass du einschaltest. Freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Haben wir eigentlich das Albed-Lexikon jetzt gefunden oder nicht? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Das muss doch hier noch irgendwo liegen, bestimmt. Schreibt mal in den Chat, ob ich das schon eingesammelt habe. Yo, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist, Shin. Yo, ich streame mittlerweile und ich mache auch YouTube-Videos hin und wieder. Aber ich möchte auf YouTube jetzt hauptsächlich Guides machen. Ich spiele jetzt seit einem Monat wieder. Also seit einem Monat bin ich wieder da. Ja, Götterdrache. Ich finde das aber sehr schön, dass du da bist. Wie gesagt, du hast ja auch nicht umsonst VIP. Ich finde das sehr schön, dass du immer einschaltest. Das freut mich. Ist einfach eine nice hier Community, mit der man halt auch immer über alles Mögliche hier quatschen kann und mit der man halt auch mal chillen kann und zocken kann. Ist doch einfach geil. Meine ganzen Kanalkategorien finden dich auch so ein paar Leute gut möglich, dass mich hier so ein paar Leute auch so finden. Also es freut mich, jeder ist willkommen, auch ganz neue Leute. Wie gesagt, sehr, sehr gerne. Klar, man kann den Stream doch auch nebenbei laufen lassen. Man muss ja auch nicht aktiv am Stream dabei sein oder so. Das einfach im Hintergrund laufen hilft mir schon. Selbst Leute, wirklich. Ja, ich habe jetzt zwei Shins hier. Selbst Leute, selbst wenn ihr gerade nicht so Bock habt, einfach den Stream auch im Hintergrund laufen zu lassen, hilft mir ungemein. Ihr würdet euch wundern, einfach das im Hintergrund laufen zu lassen. Das zählt mit in die Statistik. Und das boostet mich unfassbar. Ihr müsst nicht aktiv am Chat dabei sein oder so, wirklich. Das passt auch. Ich freue mich natürlich, je mehr aktiv im Chat dabei sind, aber einfach nur, dass der Stream läuft, boostet mich schon unfassbar. Und Stream auf dem Handy, siehst du, ist doch geil. Final Fantasy 14 am Zocken. Müssen wir jetzt auch bald als Stream machen, Mann. Ich bin im Training, stör mich nicht. So, jetzt müssen wir zuallererst mal zu Seymour gehen, tatsächlich. Glaube ich. Ich glaube, ich kann jetzt nichts davor machen. So. Jetzt kommen selbstverständlich Cutscenes. Wir reden erstmal mit allen. Erstmal mit Yuna. Nice. Ja, das freut mich auf jeden Fall, Shin. Das freut mich. Ich werde auch bald wieder Cybersleuth-Sachen bringen. Hier im Livestream. Ich werde, ganz interessant für dich vielleicht, ich werde jetzt immer, ich spiele ja immer dienstags, das ist ja Digi-Dienstag, da spiele ich um 18 Uhr immer Digimon-Spiele. Im Moment spiele ich Next Order, aber sehr bald ist dann auch Cybersleuth und Hacker's Memory dran. Vielleicht habe ich da noch das ein oder andere zu zeigen, was die Leute noch nicht kennen. So. Also einfach einschalten, dienstags um 18 Uhr, freitags um 18 Uhr und sonntags ab jetzt um 16 Uhr. Ja, Next Order ist mega. Bin ich schon fast durch im Livestream. Du kannst das übrigens auch finden auf meinem Zweitkanal. Ich habe mittlerweile einen Zweitkanal, wo ich meine Livestreams alle uncut hochlade, dass jeder das nachschauen kann. Da ist natürlich so ein Livestream schon mal so 5 Stunden oder 6 Stunden. Aber das ist dank Götterdrache, der macht da immer schöne Timestamps für mich. Dann kann man sich gerade bei Digimon, kann man dann quasi immer so einen Abschnitt gucken und dann den nächsten Abschnitt und so weiter. Nice, Trinity. Wo ist der nächste Levelort? Man kann überall leveln. So ein bisschen in der Donnersteppe kann man auch leveln. Also Donnersteppe ist ein ganz guter Levelort eigentlich. Wenn man jetzt nicht direkt 99 Sphero-Level geholt hat, würde ich Donnersteppe empfehlen. Why does he want? So, mit ihr haben wir schon geredet. Kimari not like Mr. Kimari speaking. Da habe ich leider weggedrückt. I wonder what smells so nice. Stay close to Yuna. I don't like the smell of this one, eh? Und Dankeschön für den Host, Götterdrache. Freut mich auf jeden Fall, dass du mich hostest. So. Warte mal, wo bist denn du gerade, GTX Tiger? Du bist jetzt gerade bei...
Der nächste Levelort. Du bist jetzt beim Chocobo-Eater, warst du zuletzt, ne? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe erst wieder in der Donnersteppe normalerweise gelevelt. Oder halt auf der Mihen-Straße. Also ich habe mal ein bisschen auf der Mihen-Straße gelevelt und dann wieder in der Donnersteppe. Genau, so, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Schau mal in die Räume. Ah, da ist Dingens. Walker. I don't like the smell of this one. Okay. Da bin ich mal gespannt. Okay, Videosequenz. This way, please. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. So, dann haben wir wieder die Kontrolle. Shinderux, wir spielen auf Shiva. Also ich habe ja eine eigene Gilde. Da gleich im Voraus an die Zuschauer. Ich möchte an sich, ist auch nicht böse gemeint, aber erstmal lieber keine Zuschauer noch in die Gilde reinholen oder so. Aber wir können trotzdem zusammen Final Fantasy 14 spielen. Also, ich spiele auf Shiva. Das ist das Datenzentrum Light, glaube ich, oder? Ja. Und da können wir gerne... Wir sind auf demselben Datenzentrum. Wir können auch gerne mal zusammen zocken oder so. Ich werde auch bald einen Final Fantasy 14 Livestream machen. Aber ich bin sehr casual mittlerweile. Ich habe früher Savage geradet. Mittlerweile raide ich kein Savage mehr. Ich muss mal schauen, ob ich mich wieder rein steige. Also, ich bin sehr casual geworden. Ich spiele das Spiel jetzt schon 6 Jahre ungefähr. Und wie gesagt... Aber ich laufe, also ich mache aktuelle Ex-Prima Es, ich mache alles außer Savage im Moment. Und ja, Mann. Wie gesagt, also man kann gerne mal streamen, mal zusammen spielen. Ich habe noch einen Zweitcharakter, den ich gerne hochziehen möchte, damit ich da, der hat nämlich ein Haus und da möchte ich gerne ein Badehaus rausmachen. Also sowas wie eine heiße Quellen mäßig so. Und also aus dem kompletten Haus und den würde ich gerne hochleveln. Den Charakter. Vielleicht können wir das ja mal zusammen im Stream machen, Leute. Aber da werde ich dann die Story skippen, weil ich habe die Story jetzt schon mehrfach gesehen und wenn man die Story sehen will, soll man das Spiel lieber selber spielen. Ja, aber wie gesagt, wir können gerne mal, sehr, sehr gerne mal zusammenspielen und ich werde dann auch mal, wenn ich Final Fantasy 14 streame, weil es fragen schon sehr viele Leute tatsächlich danach, wenn wir mal Final Fantasy 14 spielen, dann werde ich auch zum Beispiel mal hier Roulette laufen, Dailies laufen mit Zuschauern. Wir können zusammen Eureka machen. Eureka, ich weiß, die Leute hassen Eureka, aber ich kann euch zeigen, wie man das ordentlich macht. Ich kann mit euch Partys machen, dann geht das ratzfatz. Und man kriegt dann eine stylische Waffe am Ende. Wobei ich die Waffen von, also die Anima-Waffen finde ich cooler. Genau, Funguspass, richtig. Im Funguspass kann man auch kämpfen. Da würde ich leveln, ja. Funguspass, da kann man gut leveln. Das ist mir gerade gar nicht eingefallen. Nami, es kommt am 27., nicht am 8. War ein Fehler vorhin. Ja. Nee, am 27. August später. There's no temple here in Guadasalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question, and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Xanarkin, too? Well, there are many things I do not know. Your Xanarkind is one of those things. I suppose I can't say what I think, either way. Still... Be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. So. Ja, am Funguspass kannst du auf jeden Fall leveln. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin es halt gewohnt, sehr, sehr viele Level auf der, auf dem Schiff zu machen, auf der SS Leaky und deswegen gehe ich dann sehr selten leveln und sehr wenig leveln. What could it be? Kimari, speak. Okay, Kimari ist auf jeden Fall nicht begeistert. Nothing against the master, but I hope we get this over with quick. Boah.
Boah, das ist auch richtig creepy hier bei ihm zu Hause. Schauen wir mal. Nothing against the mess. Why don't you eat some? Ja, genau, es wird auf jeden Fall ein Sonderstream, wenn das Spiel rauskommt, Day One. I haven't done anything to. Ja, man, überall nur dieses Plastikobst. Ist echt so. Das ganze Plastikobst. Er ist bestimmt ein Betrüger. Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Xanarkand. Ah. Das war's dann erstmal mit dem heutigen Part und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dalassen würdet. Ansonsten findet ihr meine Livestreams immer unter www.twitch.tv/belialslp und ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Dann würde ich sagen, ich bin euer Belias, bis dahin, ciao, ciao.